Nein, es wird automatisch an der Kasse abgezogen. Nur Ihre 10%, die können Sie auch dazu nehmen, wenn Sie die haben. Ja, ja? Okay. Super, danke schön. Spart man eigentlich auch nochmal Verpackung. Ja, und bei der Verpackung hat man ja dann auch wieder Kleber. Was ja, aber hier ist doch auch was nicht richtig eingerückt. Was? Da noch was zu meiner Einrückung sagen, das muss ich mir. Lass mir uns für die. Ja, unsere langfristige Vision ist ja tatsächlich das Algiverse, wie wir es nennen, also ein Universum von nachhaltigen Produkten auf der Basis von Meeresalgen. Und da ist der Nachhaltigkeitsgedanke total zentral. Dann tatsächlich haben wir jetzt nochmal die große Runde gestartet gehabt, eine zweite Runde, und haben wir Geld bekommen. Und jetzt haben wir ja nochmal Investoren und Geld aufgenommen. Und Baumwolle haben wir so wahrgenommen, auch die Testerinnen, mit denen wir jetzt eben den Beta-Test gemacht haben, dass die Baumwolle sich etwas schwieriger einführen lässt, auch etwas mehr austrocknet, und das haben wir halt nicht. Und das verdanken wir halt dem Rohstoff der Alge, die eben diese positiven Eigenschaften für eben die Menstruierenden mitbringt, von Natur aus. Das gibt die schönen Bilder. Da wird es nämlich aufgesaugt. Heizt sich jetzt auch auf mit Gefühl. So. Ja. Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen. So, Leute sollen das ja auch neben dem Wald. 9 bis 12 Grad. Genau. Mhm. So, ich mach's jetzt aus, ja? Also, du hast hier die. Ja. Das ist auch, wenn man ihn nicht rausbekommt, weil das Vakuum zu stark ist. Wenn man sich Menstruationsschwämme anguckt und dann von natürlich spricht, das sind halt Lebewesen, das sind Tiere. Und es ist uns ganz wichtig, dass wir vegane Produkte herstellen. Und das andere natürliche, das ist ja dann oft die Bio-Baumwolle. Aber auch hier haben wir einen landbasierten Stoff, der eben auch auf Bleiche zurückgreift. Aber auch viel Land eben braucht, Wasser braucht, Pestizide braucht. Und darauf können wir halt auch verzichten. Alles Eckgeschmissöl, das haben wir halt viel, viel weniger. Und da sind wir auch so lange. Das ist eigentlich große Tampons? Der Soft Launch wird erstmal nicht im Retail sein. Okay. Wir nehmen nicht die ganze Alge, sondern wir extrahieren ein Biopolymer, und dieses Biopolymer verwenden wir dann, um Fasern draus zu machen. Und die sind natürlicherweise weiß oder beziehungsweise farblos, das heißt, wir müssen die auch nicht bleichen. Und dann wird der eigentlich genauso hergestellt wie ein Tampon aus Baumwolle oder Viskose auch. Algen sind wie Pflanzen, die führen Photosynthese durch, das heißt, sie nehmen Kohlendioxid aus der Atmosphäre oder aus dem Wasser raus und produzieren nebenbei Sauerstoff. Also im Prinzip nehmen sie viel, oder auf jeden Fall nehmen sie viel Kohlenstoff auf, aber wie klimaneutral die sind, das hängt davon ab, wie sie geerntet werden oder wie sie kultiviert werden. Indem wir eben die Nachfrage für die Algen als Rohmaterial erhöhen, wollen wir dazu beitragen, dass diese Algenfarmen eben mehr Algen ins Meer bringen. Das ist tatsächlich einer der wichtigen Elemente für uns, und da ist es gerade ein spannender Moment in der Geschichte, weil wir in Europa einfach noch gar nicht so viele Algen kultivieren, sondern hauptsächlich Wildsammlungen machen, und wir mit unseren Produkten eben hoffen, dazu beitragen zu können, das von vornherein nachhaltig aufzubauen. Und deswegen sind viele Forscher und Firmen schon dabei, Technologien zu entwickeln, wie wir besser und mehr Algen züchten können. Und auf jeden Fall gibt es viele Möglichkeiten an Land oder im Meer,
oder ganz weit offshore im offenen Meer Algen zu züchten. Und das entwickelt sich alles im Moment. Wenn wir biologisch abbaubare Hygieneartikel wie Tampons aus Algen produzieren können, das hat natürlich einen großen Vorteil, einfach um Müll zu reduzieren.